Dafür gab es zwei Gründe. Der eine Grund war ganz schlicht, es gab plötzlich ziemlich viel Geld aus dem Bundeshaushalt für die politischen Stiftungen. Und wie das so ist, das Geld musste ja sinnvoll ausgegeben werden. Und zum Zweiten, die Stiftung hatte nach ihrer Gründungsphase, sie war ja zu diesem Zeitpunkt gerade mal wenige Jahre alt, doch schon auch internationale Kontakte aufgenommen über die liberale internationale, aber auch darüber hinaus und war also auch auf dem Wege, in den internationalen Dialog einzutreten. Beides, Geld und Bereitschaft zum Dialog, haben wir dann zusammengebracht und so sind die ersten Projekte entstanden. Im Wesentlichen über die liberale internationale. Aber das ist dann ja so, wenn man einmal anfängt, dann werden solche Kontakte auch über den Bereich einer solchen Organisation hinaus wirksam. Und so war es dann hier auch. Es gab, auch was mich betrifft, ich wurde dann ja als Leiter der Auslandsabteilung und dann als Geschäftsführer berufen. Ich hatte eine ganze Reihe internationaler Kontakte, insbesondere im Jugendbereich, aber auch im Gewerkschaftsbereich. Und das haben wir für die ersten Projekte fruchtbar gemacht Also das erste große Projekt äh, fand in, in, in äh, Tunesien statt. Äh, Tunesien deshalb, weil es als Nachbarland am Mittelmeer äh, offen ist für europäische Zusammenarbeit und äh, das hat sich dann auch im Laufe des Projektes bestätigt. Das Institut Ali Bashamba, genannt nach einem frühen tunesischen Freiheitskämpfer, war ein Mehrzweckinstitut, das unter anderem Journalisten ausbildete und fortbildete. Mit Erfolg. Von Tunesien aus haben wir einige Projekte in äh, Schwarzafrika und im arabischen Afrika äh, ins Leben gerufen. Journalistenausbildung in Marokko, das gleiche in Kongo-Kinshasa, äh, Jugendleiterausbildung in Ghana. Äh, das waren die ersten Ansätze, äh, die äh, vor allem darauf begründet waren, dass die Stiftung, äh, da sie ja keine... Parteipolitischen Partner in Entwicklungsländern hatte, dass die Stiftung also sich wesentlich konzentrieren musste auf die politisch wirksamen gesellschaftlichen Organisationen im sogenannten vorpolitischen Raum. Und das waren Jugendverbände, das waren Gewerkschaften im Angestelltenbereich, das waren. Journalisten und etliche andere Zielgruppen, die wir auf diese Weise erreicht haben. Das ging relativ rasch. Wir hatten als Deutsche den erstaunlichen Vorteil, dass wir unsere Kolonien zum Glück schon 1918 verloren hatten, so wir das koloniale Erbe nicht mehr verteidigen mussten das war ein großer Vorzug gegenüber den Engländern oder Franzosen, die mit diesem Erbe doch große Schwierigkeiten hatten. Und das neue Deutschland hatte inzwischen auch schon auch international Vertrauen gefunden. Wir waren ja bereits in die NATO aufgenommen worden, wir hatten bereits die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft mitbegründet, also... Der Prozess der Integration in den Westen hatte schon große Fortschritte gemacht. Und als solcher, solches Land integriert in den Westen wurden wir auch wahrgenommen. Und das durchaus positiv. Sie kann im Wesentlichen Ausbildungshilfe vermitteln. Und das tut sie ja. Das heißt, Ausbildung nicht nur der beruflichen Fähigkeiten, sondern der Fähigkeiten, im jeweiligen Lande eine gesellschaftspolitische Rolle zu übernehmen, also im Aufbau des Landes positiv zu wirken. Da haben die Stiftungen eine besondere Chance, weil sie mit allen Kräften in dem jeweiligen Land zusammenarbeiten können. Das ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Vielfalt der verschiedenen Projekte ja sehr groß war. Von der Jugendarbeit bis zur Genossenschaftsarbeit und darüber hinaus Journalisten. Also das sind ja sehr verschiedene Zielgruppen gewesen. Ich denke, dass die Journalistenausbildung insgesamt besonders erfolgreich war, weil sie dem Journalisten eben nicht nur die Fähigkeiten für ihren Beruf vermittelt hat, sondern auch das Bewusstsein dafür, dass sie als Medien, als Medienleute eine ganz entscheidende Rolle in der Demokratie spielen und spielen müssen. Das Bewusstsein zu stärken war immer die Hauptaufgabe und ich denke, das ist in vielen Fällen gelungen. Das Prinzip ist schon das gleiche geblieben, also das heißt institutionelle Projekte zu, zu gründen und zu fördern, bei denen partnerschaftlich vorgegangen wird. Also Institution einerseits, Partnerschaft zum anderen als die beiden Hauptprinzipien, auf denen die Arbeit aufbaut. Und ich finde, das ist ein Prinzip, das auch für die Zukunft gelten kann. Ja. Freiheit verlangt nach Vorbildern. Und äh, es gibt in der Geschichte der liberalen Bewegung äh, seit dem 18. 19. Jahrhundert genügend Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Auch solche äh, außerhalb Europas. Äh, ich denke zum Beispiel an einen meiner guten Freunde, den indischen Parlamentarier Minu Masani, er lebt nicht mehr. Der ein leuchtendes Vorbild war dafür, in einem von Planungswahn befallenen Land die Fahne der Freiheit hochzuhalten. Die Stiftung hat in den vergangenen 10, 15 Jahren sich äh, durchaus mit Recht äh, weitgehend konzentriert darauf, Politische Parteien in den sogenannten Entwicklungsländern und auch in den äh, vom Kommunismus befreiten Ländern Mittel- und Osteuropas zu fördern. Äh, das, denke ich, sollte in der Zukunft wieder ergänzt werden durch äh, verstärkte Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen äh, unterschiedlichster Art. Äh, ich bin nach wie vor ein Anhänger der These, dass die beste multiplikatorische Wirkung erreicht wird, wenn man sich mit Journalistenausbildung befasst. Das wäre ein Wunsch, den ich an die Stiftung auch heute habe. Ich würde mir wünschen, dass die finanzielle Basis wieder verbreitert wird was in den letzten Jahren ja nicht geschehen ist. Der jetzige Entwicklungsminister Niebel ist da, denke ich, ein guter Partner für solche Wünsche. Die Stiftungen insgesamt haben bewiesen, denke ich, dass ihr Einsatz, wie er von Walter Scheel 1962, angedacht worden ist, dass dieser Einsatz sich mehr als gelohnt hat.